Hallo zusammen, hier ist euer Anulu. Ja, ich weiss, es ist nicht normal, dass ich vor einem Let's Play Video zu euch spreche, aber ja, wenn das kommt, wisst ihr fast, dass irgendetwas passiert ist. Schaut, es ist so, ich spiele ja jetzt 7 Days to Die eigentlich schon seit der Alpha 11, seit der Alpha 8, aufnehmen tue ich seit der Alpha 9. Angefangen habe ich Leini, dann sind Tanju, der Siljoy und der Spanky dazugekommen. Dann haben wir eine Staffel so mit denen gemacht und jetzt sind noch recht viele andere dazugekommen. Aber mein Problem ist, dass das Spiel sich zu wenig schnell entwickelt. Im Vergleich von dem, was ich angefangen habe, hat es ein neues HUD-System gegeben. Es hat zwei, drei neue Sachen zum Craften gegeben. Es ist jetzt eine schönere Grafik geworden, aber im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Ich habe mich extrem, extrem gefreut auf die Alpha 11, mit der Hoffnung, dass gewisse neue Sachen, grundlegende Sachen dazu kommen, wie zum Beispiel Strom oder so Minibikes oder einfach etwas, wo das Spiel einfach ein bisschen spielenswert macht, vor allem für das Let's Play. Zum Privatspielen macht das extrem, extrem Spass. Aber zum Let's Play ist es sehr, sehr schwierig, weil ich muss ja auch zwischendurch müssen wir Eisen haben, da kann ich nicht eine ganze Folge einfach eine halbe Stunde euch zeigen, wie ich Eisen kloppen bin oder und dann nachher immer etwas Spannendes zu suchen, dass es euch Zuschauer nicht langweilig wird, ist sehr, sehr schwierig. Und darum, wir werden es nicht beenden, aber es werden in Zukunft nicht mehr so regelmässig viele Folgen kommen, 7 Days to Die, wie besitzen. Dass vielleicht noch eine oder zwei pro Woche kommt. Vielleicht machen wir auch ein kleines Päuschen, bis die nächste Alpha rauskommt. Ich kann es nicht garantieren. Wir werden aber sicher auch privat zwischendurch mal spielen. Da wird es auch zwischendurch mal ein Raumtürchen geben. Dass ich ein bisschen zeigen kann, was wir so ein bisschen machen sind. Wenn es nach wirklich extrem anscheisst, dass wir jetzt hören, dann kommentiere ich es drunter. Also wenn genug sagen, es sei extrem schade, ihr wollt da weiter schauen, dann schauen wir das einmal anschauen miteinander, weil es gibt der Grossteil von uns hat eigentlich schon noch Lust, aber es gibt ein paar wenige, wie jetzt eben wir zum Beispiel, was zum Let's Play total verleidet ist. Und das ist nachher auch schade für euch, auch ich habe das Gefühl, ihr merkt das nachher. Ich kann nicht ich kann es nicht so schön überbringen, wie ich es jetzt wirklich gerne mache. Und ich tue eigentlich Let's Playen, tue ich eigentlich hauptsächlich aus Spass, weil ich es gerne mache, weil es mir Spass macht. Und wenn ich ein Spiel schon quasi muss Let's Playen, nur dass ich es weiterziehen kann auf meinem Kanal, würde ich es schade finden. Ich hoffe, das sieht mir nicht böse. Mir kann es gerne diskutieren, wie gesagt, schreibt es in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ja, ich werde nachher ziehen. Ich habe noch ein Video im Petto. Dann wird garantiert bis um mit Sonntag wird Käse kommen. Je nachdem, vielleicht werden wir uns motivieren können, für Sonntag noch eine kleine Session zu machen. Aber seid mir nicht böse, wenn jetzt ein Zeitchen keine 7 Days to Die Folge mehr kommt. Wir sind fiebrig am Suchen für ein neues Projekt, aber es ist noch schwierig, weil wir haben nicht alle alles und wir wissen auch nicht, was ihr als Zuschauer gerne seht. Darum wäre ich auch sehr froh, wenn ihr irgendetwas in den Kommentaren schreibt, was ihr gerne würdet sehen. Wir müssen jetzt eine riesen Truppel, wir könnten geile Games zocken, wir haben nur fast ein kleines Block, aber wir wissen fast nicht was. Darum wäre ich froh, wenn meine Community, also hier und ihr alle, irgendetwas darunter schreibt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spass bei der letzten, oder es ist ja nicht die letzte, aber einfach noch bei dieser Folge 7 Days to Die. Und ich hoffe, ihr bleibt mir gleich treu. Tschüss zusammen, euer Anulu. Viel Spass beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge 7 Days to Die mit eurem Anulu, mit der Bio, das ist der Tanju. Hallo Anju. Hallo. Der ist Siljoy. Hallo. Der Spanky. Hallo. Der Neymey. Hallo. Der Patschke. Eho. Der Saramu.
Hallo zusammen. Und der Sasa von Swiss DC. Guten Tag. Hallo. So, wir sind noch zu in der Stadt. Aufnehmen wie immer noch alle. Ich stürme das Loch ab. Ja, oder? Wir stürmen das Loch. Ja. Der Kamikaze-Style. Reingehen, also um jetzt und weg. Kamikaze. Wo ist denn mein Kumpan? Nein, du, nicht dran. Mein Kumpan ist gerade im Ort, ist Stockwaffe. Nein, scheiße. Durch die Waffenkiste. Oh, die hat schon. Nein, nicht so weit aber. Mo, kannst du aus dem Saal? Hast du keine Angst? Nein. Oh, warte. Hä? Wer hat es gebrochen, oder? Salomo, wenn wir uns draußen treffen? Ich glaube, da vorne sind gerade Zombies vor dieser Tür. Ja, es geht mal ein bisschen. Ja, ich würde gerne die Tür aufmachen, aber. Ja, ich gehe außen noch, Jungs. Ich bin gerade am Hausraum. Wir kommen nicht, mal mehr raus. Ja, wir kommen jetzt gerade festbauen. Nein. Ich komme raus. What? Was? Bin ich jetzt gestorben? Ich bin jetzt gestorben. Oh, ich bin vorher auch durch so einen Festbackbock gestorben. Ja, das ist das zweite Mal schon jetzt. Ich flipp. Nein, aber eine Taxe gebrochen. Mist. Oh, ich bin wieder am Schreck. Arno, was machst du? Wir versuchen da zu Bord zu kommen. Ich bin draußen zu warten. Okay, die ist offen. Nein! Du hast die vor meinen Augen gerade durch das Ding durchgepackt, Mann. Ja. Merci. Also, im... Oh, Spucker, hä? Ja. Yeah. Spucker, wo? Hat jemand noch ein Cloth? Ja. Darf ich das? Cloth habe ich. Ah, ich sehe den Patsch, gell. Zwanky, darf ich das? Oh, wo bist du? Hinter mir. Soll ich alleine probieren, zu euch zu kommen? Das solltest du eigentlich gut schaffen. Oh, ich hatte gerade alle meine Kleider angehört. Wie track ich? Oh, okay, ich hasse. Oh, da kann man sehr viel, wo man es splint machen. Nein. So, also, dann gehen wir los, Sarang. Ah, was habe ich? Nein, ich habe ja gar kein Holz. Ich habe gar kein Holz. Wo bist du? Brauchst du ein Splint, oder was? Ja, aber warte. Okay, ich gehe zuerst zum Rucksack und dann track ich das Ding. Oh, Achtung, Spucker. Oh ja. Boah, Resalatik-Zombies hier wieder. Also was nice wäre, wenn vielleicht wenn jemand mir irgendwie helfen könnte, mich beschützen. Ich habe doch ein Splint gehabt, doch da. So, sogar zwei. Ah, merci. Was ist da los? Wow, da von links. Ein bisschen laggy, hä? Ja. Hier ist immer noch Spucker, hä? Das sind zwei. Das ist einer auf der Ruine am Laden. Der hat ein bisschen entfernt, ist einer. Wow, das hat gerade bei mir eingeschlagen. Die sind seine... Ja, sechs. Richtung Westen. Da okay, ist kein Stall. Ein Hund, ein Hund. Oh, da ist noch einer. Eine. Richtung Norden. Ich gehe zum Hotel, ja, hol mein Zeug. Und dann probiere ich zu binden. Und hat was nützliches dabei gehabt? Ich habe noch gerade zwei Pistolen gefunden bei diesen. Irgendwer beschießt da gerade. Polizisten. Wer oh, will oh fuck, ein Hund ist draussen. Scheisse, ich kann nicht zum Kämpfen. Hilft mir jemand? Was war bist was, wo bist du? Da bin ich, da vorne gerade. Also, wenn wir los, zwei Hunde. Ja, gehen wir. Los. Ah! Weißt du, was ist? Ja, ja, ich kann es sogar mal. Jo. Dankeschön. Ah, super. Oh, der lebt noch. Oh, mach doch einen großen Zombie. Nein, jetzt sind ich blutig. Ja. Jetzt nicht mehr. Muss man unbedingt auch noch. Oh, noch brennen, da kommt auch noch da. Sag nicht, die Armbrust ist viel besser als der Bogen. Gezielt lieben mit dem Bogen. Was? Gezielt lieben mit dem Bogen. Das bringt mir mehr als die Armbrust. Oh nein. Ich nein, du. Mit dem Bogen kann ich gar nicht. Ich gehe zum Hotel. Oh Gott. Wow, die Meute. Ist hier in dieser Hütte schon jemand gewesen? Hä? Bist du eingegangen? Bin ich blöd gerade? Schacke ich mich da hart rein. Ah, du hast eingegangen. Oh, fuck, sind wir da schon drinnen? Hoffentlich finden wir Shotgun-Munition hier. Ja, und ich gerade dann. Ich könnte auch mal ein bisschen Pistolen-Muni brauchen. Meine macht zu.
Ja, da sind wir schon drinnen gewesen. Ah. Ich würde so Leitern aufs Dach. Viel Spaß leider beim Machen kann, Trallala. Mhm. Oh, da ist ein brennender Zombie, Scheiße, Hilfe, Hilfe. Kannst du aufmachen, Alter, oder wie? Ja, ich bin da. Gibt's nicht mal etwas da? Wo ist eine? Ja, die ist leer. Mhm. Ich brauche Hilfe im Hotel von irgendjemandem, der in der Nähe ist. Wo bist du? Irgendwo in einem Stock. Da ist ein brennender Zombie. Oh, ich habe ein Stück Sniper gefunden. Ich habe irgendwie Angst, ich verwünsche die Leiter nicht. Wo bist du noch eine? Wer, Hung? Wo? Vor dem Hotel. Oh ja, gehört etwas. Die Leiter verlutscht. Ich komme wieder runter. Wo ist jemand? Haben wir gerade einen brennenden Zombie gekillt? Da habe ich schon einen, als ich nicht gestorben bin. Ah, der ist immer noch da, der ist immer noch da. Hilfe, Hilfe. Oh, fuck. Unbewaffnet, bitte. Ich bin jetzt 30 Sekunden schutzlos, Sam. Jupp. Oh, wo ist du unten? Da ist ein Zombie. Fuck, fuck, fuck. Ah! Ah, ich bin gestunt. Fuck. Oh, das ist der Lied, kann ich ja nicht spielen. Doch. Oh, oh, oh. Da oben ist noch ein brennender Zombie irgendwo. Wo ist dort die Leiter? Rechts ist die Leiter. Da unten? Was ah, jetzt? Ja. Was ist jetzt? Sind wir alle in das Gebäude rein oder wie? Wir sind jetzt einmal ins Hotel. Im Hotel, ja. Oh! Ist die Bus da gegangen? Die habe ich aufgemacht, ja. Achso. Zu erkennen. Aber willst du gerade dort durch? Das ist bewusst gespeichert. Ah, zu oberstoppen ist er. Was ist zu oberstoppen? Brennend. Wow. Ah. Hunting Rifle. Oh, Sledge, ich finde meinen Rucksack nicht. Oh. Okay, jetzt ist auch super. Ich sehe irgendwie meinen Rucksack nicht hin. Haben wir schon. Gehen wir noch eine Wand weiter? Ich glaube, das mein Rucksack ist irgendwie nicht hin. Ich sehe ihn nicht. Hoi. Ah, fuck. Oh, da bist du. Hast du meinen Rucksack hin? Nein. So tönt, wie jemand würde sterben. Ja. Ich kann mir mein Bein brauchen. Ja, Nulo hat eigentlich noch einen Splint von mir. Ja, dann noch Splint da. Warum kannst du durch die Bretter dort durchlaufen? Ich finde meinen Rucksack nicht, das ist das Problem. Er zeigt mir hier auf der Map, aber ist nicht da. Ja, guck mal bei mir. Achtung, irgendwas. Ja, ich hab's gesehen. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Oh, hat es noch mehr Laden in der Nähe, ja. Jetzt. Haben wir noch mal einen Laden machen? Schön. Ja, komm. Jetzt war fast voll schon. Dann gehen wir noch mal schauen, vielleicht finden wir noch etwas. Muni wäre schon. Ich hab meinen Rucksack gefunden, ich sehe ihn nie in dem Fall. Wäre auch noch nicht drüber gestockt. Hat's weggepackt wahrscheinlich. Der ist weggepackt, so wie es aussieht. Ich habe keine Waffe in dem Fall. Also, und ich zu wenig Pistolenschuss. Ich habe den Tag gebrochen. Ja, immer noch ich. Ich brauche irgendetwas zum Heilen und ich brauche etwas zum Bein. Also ich bin im zweiten obersten Stock, dort habe ich das Wetter Splint. Ja, eine Wand. Also ich bin zu unten, bei den Leitern. Sieht interessant aus, der Hof. Ja, sag nicht. Damit zwei Hände wollen wir schauen. Wow! Samu, kannst du das safe drauf machen? Ja. Mir geht's nicht. Ich bin mega langsam, ich komme nie an. Ich kann machen. Ich glaube, da kommt gerade ein Hörtchen. Das ist ein Bücherladen hier. Das ist nicht so interessant für uns, oder? Wo bist du da? Oh, doch. Eben, bei der Leiter so anders. Aha. Was geht? Welches Schema? Sniper. Hallo. Hey. Hallo. Splint droppet. Hey. Nichts Pistol boxen. Ich glaube, irgendwie haben wir alle Zombies da gerade. Finde ich gut. Du
können Saramu und ich nur Würfel looten. Also ich bin unbewaffnet momentan und lebensmäßig ziemlich am Arsch. Kommt jetzt schon wieder einer. Ja, die wollen hinten schon rein, die Patschke. Oh ja. So, ich glaube. Ich gehe mal aufs Dach rauf und tue mich jetzt ein bisschen kurz verschanzen momentan. Könnte nicht gut sein. Christa. Ja, die abgesagt mit die scheiß Schrottflinte, ist so mühsam. Ich mag sie noch, ganz ehrlich. Macht kein Damage. Ja, das ist wie lange Arme haben die, Mann? Für mir? Ah ja. Gummizombies. Ich brauche unbedingt Stein. Wir gehen viel aus. Ja, keine mehr. Sauhund. Ja, die kommen da schon von unterem Haus. Was, im Hotel oder? Ja. Ja, ich würde sagen, du hättest nichts gehabt, hä? Hast du was gefunden? Nein, nicht wirklich. Ich hab gesehen, jetzt dürfte ich... Also, tut man sich eigentlich irgendwie über die Zeit heilen oder muss man da etwas aktiv machen? Du hast ja Painkiller ne? Ja, da hat es keine momentan. Ha. Willst du eine grüne Pistole? Oh ja, genau. Ich habe Antibiotika gefunden, yes. Wo bist du jetzt da? Vorne durchs Fenster raus, weil das ist gerade die nächste Lade, wie so wie. Also, hopp. Super. Da. Ich bin wieder bei, Bro. Dankeschön. Das geht's doch nicht. Nein, also das müssen sie noch hart verbessern, Mann. Das ist ein bisschen was hier. Du hast einfach zu viel Beine gebrochen. Die Knöchel sind so weich. Ja, das ist noch ein oder zwei violette Pistolenteile, falls du... Machen wir nachher. Ich schaue jetzt erstmal, was da noch ist. Ja. Ich wollte eben das Zeug loswerden, bevor du... Du nimmst dem Scheissding nicht raus. Das ist doch der Parkplatz, der mir angezeigt wird als Laden. Warte. Da ist aber etwas. Ein Häuschen ist dort drinnen. Warte mal, ich weiß, wie man reinkommt. Das ist der, wo ich auf den Spucker getroffen bin. Wo wir das erste Mal gespielt haben. Wow, wow, wow. Hey, komm. Hunderte leere Gläser, die du findest. Ja. Hast du zwei Bücher? Hunting Rifle Zeug kann ich eigentlich vorgehen, das wollte ich sowieso. Oh, ich habe mein Ding gefunden, ich habe meinen Rucksack gefunden. Da hast du da oben an der Leiter gesehen. What the fuck? Hunting Rifle, da. Oh shit, da nicht zu heute. Wenn jetzt wieder ein Tresor, den ich nicht kaufen machen soll. Ja, in die Richtung, wo du jetzt gerade rennst. Gut, jetzt muss ich angesplicken, hä? Hast du den Tresor aufgemacht, drinnen? Ah, den Tresor, nein. Ja, ich kann die kleine Tresor gar nicht aufmachen, ich weiß auch nicht wieso. Aha. Nein, ich kann jetzt auch nicht aufmachen. Oh, da kommt, schräg. Der hat uns gewittert. Ah, wartet mal. Nein, hey, der schlägt in die Wand. Einfach, wir gehen über die Wand. Oh, oh, oh.
Warte, Im Haus sein, oder was? Ich bin mal im Haus. Nein, aus dem Haus. Wo bist du jetzt? Über das kaputte Auto gerade hinter dem Häuschen an den Weg raus. Gut. Jo. Ich steppe. Oh. In einer Stunde wird es feister. Wow, ich habe gerade Lags. Mir scheint euch hat niemand einen Painkiller dabei. Da ist eine drin, wo kommt die her? Ich bin dafür, wir gehen nochmal zurück zu unserem Außenposten, was meinst du? Der Polizist. Der Tinder ist ein Polizist. Ja. Wenn der tip top. Warte, ich bin da in einem die... Parkplatz drin. Nein, da. Ja, sehe ich. Ey, verdammte Kugel. Oh. Wollt ihr mal etwas auf der Auflesen? Hey. Handlebars brauchen wir für das Zeug, ja? Ich glaube, ich flüchte mich jetzt mal aufs Dach. Für einen Bohrer und so. Ja. Aus jetzt ja gerade wieder. Irgendwo ist da eine reingekommen, ich frage mich nochmal wo. Für einen Spucker. Oh, Mist. Ich komme immer noch. Ja. Und ich habe das Problem, ich stirb beim nächsten Schlag wahrscheinlich. Unbedingt irgendwelche Painkills oder so etwas. Komm jetzt so am besten raus. Seht ihr alle mit dem Hotel drin? Ja. Ja, oh, das ist ein Humlet, das ist ein Humlet, das ist ein Humlet. Seht ihr uns? Nein, noch nicht. Oh, dort kommt eine. Das kann eine kommen. Undetected. Ich hab noch nicht gesehen. Wann ist unser? Hat nicht jemand zufällig gerade stehen? Wird schon über dir ist noch unten her. Okay. Ich habe 48 Stein. Das ist recht hoch noch. Ah, okay. Ja gut, mein Bug geht jetzt eh bald kaputt. Ich kann den Minen sonst gehen. Ey, von dem Haus sieht's aus. Ich habe nämlich keine Pfeile mehr von dem Mann. Warte, ich gebe den Minen schnell. Naja, ich auch keine Pfeile, weißt du. Oh, Achtung, Hund! Nimm den also. Okay. Oh, die hat uns gesehen. So fair geht's. So, gehen wir rauf. Ja. Ja, die kommen wahrscheinlich den Egert wieder da rein. Wird sehr viel gehen. Ich bin mal gespannt auf die Nacht. Ob die da hier kommen oder nicht. Ja, die sollten eigentlich locker reinkommen. Die haben ja schon fast alles... draussen fast alles kaputt. So, also Patschke, wo bist jetzt du? In der mittleren Kiste. Ich suche gerade meine Decayed Bricks, hat die auf den Fuß geschossen. Nö. Mhm. In der neuen Kiste nicht gewesen. Ja, ist noch Straub da, in der City. Ja, geht auch. Ja. Wenn wir zurückkommen in die Basis, schon alles umbauen von der Anjou. Steht ein riesen Schloss, musst du schauen. Wir können ohne Nagel. Erwarte eigentlich schon, dass der voll ausgebaute Palast da ist. Aber wir können ohne Nagel Gewehranlagen so. Erst muss ich meine Nagelpistole haben, junger Mann. Ja, noch keine gefunden. Ja, dann müsst ihr auch noch nie heimkommen. Okay. Dann müssen wir 3 Tage lang in der Stadt überleben.
Ja. Hier soll ich meine Steine haben. Also Jungs, sind wir uns einig, wenn wir sie finden, hauen wir ab mit dem Ding. Ja. Genau. Wir können so etwas Neues. Dann müssen wir sie zerlegen. Jetzt ziehen wir in unsere Höhle. Das ist nett. Ich habe zwar eine Schrotflinte gefunden, aber ich habe keine Schüsse dazu. Immerhin etwas. Ich habe noch gar nicht von der Nagelpistole. Tja, immer mit ihrer Nagelpistole. Ja, da braucht ein paar mega viel Zeit ohne Nagelpistole. Oh ja. Ja. Einfach verwöhnt, oder? Definitiv. Immer. Hat jemand ein Feuer gemacht, zufällig da oben? Nein. Nein. Ja, ich habe nicht genug Stein. Und wir haben keinen Grill. Aber... Er hat sich jetzt wieder Bein gebrochen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's jetzt wirklich nicht. Ja, wenn sie die ganze Zeit brichst. Das kann sich ja nie verheilen. Eben schon so. Wir haben gut so zum Verheilen. Das Zeit lernt nicht mehr. Kannst du drüber fahren oder kannst du es lesen? Wenn du ins Inventory gehst. So, jetzt ist die Frage, habe ich den Topf, den ich gefunden habe, verholzt oder habe ich den abgelegt? Hat irgendjemand sicher einen Kochtopf gefunden? Ja, nein. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Aber ich habe das Paar gesehen. Ich glaube, ich habe einen gefunden und habe zu Scrap Metal gemacht. So originell, wenn ich immer bin. Ja, auf jeden Fall haben wir noch ein Notfeuer hier. Über hat hier Blei am Boden gefallen. Das bin ich gesehen. Meine Schulter kommt da rum. Blei einfach vorschießen. Hat gerade jemand unter mir eine Pistole eingesammelt? Oder ist die jetzt weggepackt? Ich habe keine Pistole aufgesammelt. Ich auch nicht. Hast du jetzt einen Topf zum Essen machen, Spanky? Leider nicht. Ich kann dort versuchen, einen zu organisieren. So verpeilt bin ich ja nicht, dass ich eine Pistole verliere. Das baust du rein zusammen, Sachen haben wir ja da. Nein, ich habe sie gerade auseinandergenommen und eine Flawless-Pistole daraus gebaut aus den Einzelteilen. Und, schon weg. Okay. Finde ich nicht so toll. Kann ich mir vorstellen. Ja gut, im Moment wären wir eh gerade einen guten Moment für einen Unterbruch, würde ich meinen. Ja, zeitlich ist es auch etwas so weit langsam. Zeitlich schau dir nachher. Hey, ja, geht das durch. Ja, das geht schnell manchmal. So. Einmal Zombies, die dich jagen und schon ist es vorbei wieder. Ja, ich dachte jetzt noch mal Spanky noch auf Kochtopf suchen. Nicht einen in einer Kiste nehmen kann. Nein, der ist irgendwie weg. Eben, ich kann sein, dass ich Scrap Metal gemacht habe. Ah, oh, okay. Wir haben ja richtig viel Waffenteile, du. Ja, also auch nicht, würde ich sagen. Ja, machen wir einfach ein kleines Folgepäuschen. Ja. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch. Und wie gesagt, verschiedene Kameraperspektiven. Alles verlinkt euch unter meinem Kanal. Müsst ihr nur draufklicken, dann kommt ihr schon zu den anderen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Tschüss zusammen, Janulu. Tschüss. Tschüss. Ciao.